So, und weiter geht's mit einer neuen Runde auf Endless. Ich war letztens, genau, Astri ist abgelaufen, wir waren auf alle Fälle in Astri, wir haben Level 91 gemacht. Und wir haben noch einen Amplian. Shit, wir müssen leveln, wir müssen schnell leveln, wir müssen ganz schnell leveln. Unser Inventar ist auch bald, okay, nicht voll, aber, genau. Okay, leveln. Die Spielerzahlen hier sind wirklich super, 876 Spieler. Das ist schon echt heftig. Also die allermeisten Server können hiervor echt nur träumen. Und ich muss sagen, das ist halt wirklich eine ziemlich, ziemlich üble Sache irgendwie. Also, das ist halt, vor allem, die haben einen Channel, ja. Es ist ein fucking Channel. Und, die haben fast 900 Spieler online. Das ist halt schon krass, finde ich. So, ich habe gerade noch meinen Teller neben mir, die gerade idealerweise auch noch so ein bisschen die Mausbewegung gerade einschränkt. Aber naja, egal. So, 91, wir gehen auf alle Fälle dahinter Richtung Kings. Prince. Die sind, glaube ich, erstmal so die besten für uns. Und genau. Party, bitte Party mit Skills. Nein. Natürlich, ich meine, die ganzen Partys, die Skills anhaben, sind natürlich instant voll, das ist natürlich klar. Ja, okay, also die leveln hier alle. Ah, nee, und wir haben. Ah, ein. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine Astria-Channel und ein Channel-Channel. Eieieiei. Und kein Link. Okay, das wird. Hui. Das wird unangenehm. So, erstmal eins durchbuffen. Dann gehen wir hier nochmal auf Party Search. Gehen wir einfach mal in irgendeine rein. Vielleicht hier. Hier ist die Chance am höchsten, dass Skills kommen. Chiggle Path. Der nimmt mich Scrolls an. Und wenige Punkte, das heißt, die Party ist erst Level 10. Genau. Aha. So, perfekt. Okay, wir brauchen noch das Ding hier. Ja, perfekt. Wir wetten, wir kriegen Skills. Oh, da ist Helm. Money. Geil. Genau, ein Ding müssen wir noch kaufen. Sammelpad, ich hab's wieder verpennt. Ich weiß, ich bin halt ein bisschen verpeilt. Ich bin verpennt. Alter, 3% pro Mob, das geht halt echt gut ab irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber die XP sind halt schon geil. So, lass uns mal ganz kurz. Machen wir es mal so. Ah, Mist. Oh, Ringmaster Flap, nett. Okay, wir brauchen einfach 6 Skills für ein Ding. Für einen Mob. Party Level 16, ja, ich denke mal, Level hier, was weiß ich, haben wir gleich zusammen. Und ich weiß auch nicht genau, was die hier farmen. Vielleicht farmt ihr auf Level 80 Master irgendeinen Dungeon. Ich weiß, es gibt, klar, logisch, es gibt Dungeons. Surprise. Aber vielleicht farmt er halt irgendwie was Bestimmtes. Weiß es nicht genau. Ja, also das nächste, was wir mal farmen werden, ist auf alle Fälle Gigs. Ich bin der Meinung, wir sollten es eigentlich schon schaffen irgendwie. Das sollte jetzt nicht so unmöglich sein. Und unser Schaden hier mittlerweile. Ja. Ja, Schaden. Schwer zu sagen, irgendwie. Ich kann es jetzt schwer einschätzen, ob es halt wirklich so schwierig wird für uns. Oder halt eben auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich brauche nur noch 5 Skills, oder? Gleich haben wir Link. Oh, Waffe. Nice. Wir können uns hier auch mal überlegen, ob wir halt einfach durchgehend mit Upcut leveln. Oh. 2, 3. Wann ist 4? Keine Ahnung. Seht ihr? So findet man Partys. Schaut einfach drauf, achtet darauf, dass der Scrolls hat und wenige Punkte hat. Entweder ist die Party tot, okay, kann auch sein,
Aber in den meisten Fällen ist es halt einfach so, dass er halt die Party gerade neu gemacht hat, die gerade hochzieht und so weiter. Und ist eine volle Party, wir haben Skills, wir haben alles, alles, alles top. Wirklich alles super. Genau, und wir leveln hier mittlerweile echt eine Geschwindigkeit, die krass ist. Wir sind jetzt bei 5 Level drüber, machen 16k Damage. Gar nicht mal so viel, wie ich eigentlich mir erhofft habe. Aber ja, geht ja trotzdem klar, finde ich. Und ja. Ja, der Upcut lächelt mich die ganze Zeit an. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, es lohnt sich halt noch weniger als vorher. Und ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Irgendwas macht ja komische Geräusche bei mir. Vor allen Dingen beim 3D-Druck gerade. Aber gut. Ja, also Zwischenziel oder Etappenziel, ich kann es euch jetzt gerade nicht so hundertprozentig genau sagen. Ich habe es noch nicht entschieden. Ich vermute aber mal irgendwas so in Richtung, ja, 100, 110 vielleicht. Ja, 100 denke ich jetzt mal eher so. Und ich denke mal dann, wenn wir halt schon ein bisschen mehr in die Richtung gehen, dass wir sagen so, yo, let's go. Dann fahren wir Gigs und so weiter, dann kriegen wir Geld. Können wir uns Equipment uppen, Erweckungen machen. Also ordentliche Erweckungen, nicht solche Müllerweckungen wie aktuell. Wie viele Leute sind denn eigentlich aktuell bei... Oh Mann. Die spielen alle nie, die Gilde ist so inaktiv. Ich weiß nicht warum. 35 Member, Level 13. Hm. Level up, nice. Also leveln geht schnell, aber farmen... Ich weiß halt noch nicht, wie ich hier Anschluss finden kann. Das ist halt echt ein bisschen ein Problem. Jetzt am 6. Juli wird das Ganze hier ein Monat, wo ich hier drauf spiele. Und ich habe einen kleinen Deal mit dem Team gemacht. Und ich bin am Überlegen, ob ich das Ganze halt fortführen sollte oder halt eben nicht. Da bin ich ja gerade ein bisschen am Struggeln. Also ich meine, ich weiß natürlich, wie gesagt, es gibt sehr viele Zuschauer, die halt eben sich sowas wünschen. Also halt eben einen Server mit Lowrate und so weiter und halt vor allem ohne Schnickschnack und so. Deswegen auch für euch natürlich würde ich das Ganze schon weiterführen. Ich bin der Meinung, dass das schon auch irgendwie so ein bisschen funktionieren könnte. Problem ist halt, ich bräuchte halt mehr, ich bräuchte mehr deutsche Spieler, ich bräuchte generell mehr Spieler, ich bräuchte eine Gilde und ich bräuchte ein Team. Aber das Problem ist, dass ich dieses Team hier aktuell, ich will nicht sagen nicht bekommen, aber halt nur sehr schwer bekommen leider, das ist das Problem. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht sollte ich einfach meinen eigenen Classic Flive Server ohne Schnickschnack aufmachen. Das ist auch so das Einfachste, einfach zu sagen, so, jo, ich downloade mir hier Files und baue keine Features ein, einen Partyfinder vielleicht, okay. Und dann habe ich einen Server. Das Ding ist, vielleicht geht es halt wirklich in die Richtung. Vielleicht geht es wirklich in die Richtung, dass ich sage, nächstes Jahr, so, ja, ja, mit eigenem Game hat nicht geklappt, komm, eigener Flash-Server. Who knows, wer weiß. Aber natürlich, ich muss auch dazu sagen, hier allein mal irgendwie 88 Spieler zu bekommen, ist natürlich schon mal eine krasse Leistung. Also das ist was man auf einem europäischen Server nie erreichen würde. Mit einem klassischen Flive-Server, mit einem klassischen P-Server kannst du nicht erreichen. Wirst du nicht erreichen. Du kannst es erreichen, aber du wirst es nicht erreichen. Das ist das große Ding. Du wirst es nicht erreichen, weil es einfach nicht genug Spieler gibt. Nicht genug Spieler, die das halt eben mögen. Oh, das ist der Talenten. Elementor. Warum lässt der das liegen? Ich weiß es nicht. Nein, MP. Ja. Cast. So, 16, fast 17 kann der Match mittlerweile. Ich meine, wir könnten natürlich auch einfach
Naja, gut, wenn wir gicken, verdienen wir Geld. Und wenn wir Geld verdienen, können wir auch irgendwie Geld dafür ausgeben, fürs Gicken. Das heißt, auch wenn die. Ja, die 10 Millionen HP, es ist halt echt. Es ist echt nicht geil. Es ist echt nicht geil. Und ich weiß bis heute nicht, wie wir es halt schaffen sollten. Warum lässt die Drops hier liegen? Lässt er die absichtlich liegen? Wenn er die absichtlich liegen lässt, dann ist meine. Also, er ist zweimal vorbeigelaufen und hat es nicht eingesammelt. Jetzt kommt der nächste, mal schauen, was der einsammelt. Okay, das sammelt es ein. Ich weiß nicht, wie wir gehören von den beiden. Aber. Naja, ohne Pattern, wenn es ah, shit. Wenn es ohne Pattern gehst und dann sagst du, ah, ich sammle jetzt mal ein. Ist ja trotzdem was anderes, als wenn du das sagen kannst, so, ja, mein Pet ist schuld, das war halt so böse und hat irgendwie Drops gesammelt und so und ja. Alter, 8000 HP. Ja, Waffe, let's go. Viertes Teil schon, ne, fünftes Teil sogar schon. Damit mache ich jetzt nicht den Ring, sondern hier den Dazed-Helm. Das ist halt schon geil. Flame Card, keine Ahnung wofür, aber naja. Wir werden bestimmt irgendeinen Nutzen dafür finden. Oh, Moonstone. Give me. Nice. Man freut sich einfach die kleinen Dinge im Leben manchmal. Dieser Berg ist riesig irgendwie. So, 94. Wir können bald dann zu den Kings gehen. Ich denke, wir leveln, da farmen auch weniger. Wobei ich sagen muss, dass unsere Levelgeschwindigkeit da mittlerweile schon echt sehr in Ordnung ist. Also, die Art und Weise, wie wir hier leveln können, wie schnell wir hier leveln können, das ist ja schon. Schon eine ziemlich krasse Sache, wie ich finde. Und wir haben halt jetzt wirklich noch nichts am Equipment gemacht, effektiv. Das heißt, es geht schon in die Richtung, wo man sagen kann, so ja, könnte klappen und so weiter. Genau. Nee, also ich mache mir auf jeden Fall Gedanken, wie ich es weitermache hier und so. Dann natürlich gibt es hier schon einen Anreiz, definitiv auch hier weiterzuspielen. Und ich meine, die Videos, die kommen auch gut an und so. Also es ist nicht so, dass ich sage, so ja, schau keine an oder so. So, nee, nee, auf keinen Fall. Also die Videos hier, die Resonanz ist sehr positiv. Kann man sagen, letztes Endless-Video 226 Views. Das davor 174, das davor 123. Also das heißt, es steigt aktuell eher wieder ein bisschen. Und also es gibt definitiv noch starke Gründe, das Ganze weiterzuführen. Und ja. Wenn keiner da ist, wenn es keiner sieht, meins. Ringmaster. Female. Oh, hier sind ein paar. Und weit und breit keiner, der das hier killt. Bis gerade eben. So, erstmal Ringmaster rebuffen. Mental. Kette von Ringmaster. Nice. So, mal kurz alles durchbuffen. Oh mein Gott, ich habe Ringmaster nicht gesettet. Die Buffs halten jetzt schon viel länger. 12 Minuten mittlerweile. Eieieiei. Das war mies. Ja, okay. Und Level up, let's go. Ich habe wieder nicht gestattet, Mann. Oh, ich bin echt inkompetent manchmal. Ja, nur manchmal. Also ich meine, solange das Spawn gut ist, kann man hier leveln. Sobald es halt nicht mehr ist, muss man sich halt Gedanken machen. Aber so aktuell, ja.
So aktuell geht's schon. Können auch noch ein bisschen abkürzen. Noch schnell die Mobs killen. Ja, Activation ist halt wirklich schon echt das Wichtigste, was es hier eigentlich gibt. Es ist so schade, dass es halt irgendwie alles so ein bisschen. Also in Flife generell, dass es halt irgendeine Paywall ist. Also jetzt nicht hier, man kann es mit Penia kaufen. Aber ich meine generell so Flife. So ein Flife-Universum ist es halt immer hinter einer Paywall. Und. Ist eigentlich so schade irgendwie. So stell dir mal vor, du kannst Flife nicht mit der Action Slot spielen. So Action Slot ist gefühlt die beste Erfindung im ganzen Flife. Also die wahrscheinlich einzige Innovation, was das Spiel hat. Also ich meine, sind wir ehrlich, alles, was wir hier sehen, gab es schon irgendwie vorher. Und wir haben nicht mal Quests oder so. Aber. Naja, die Sache ist einfach, so Action Slot ist das einzige. Oder ist es ein. Na, Flife hat schon ein paar Sachen, die unique sind und so, aber so der Action Slot ist halt wirklich eines der Dinge, die es halt noch so gar nicht gab und gefühlt auch danach irgendwie nie gab. Oder kennt ihr ein Spiel mit Action Slot? Weiß nicht, irgendwie nicht, glaube ich, so. Jetzt mal ausschauen. Alles gut. So. Wir sind schon 95. Noch 10 Level bis zur LG-Wand, die wir halt noch nicht haben, aber haben könnten, vielleicht irgendwann. So, 60%. 63%. Alter, wie viele Karten noch? So ein bisschen schade, dass die Pena-Drops hier so gering sind. Aber ich vermute, eigentlich die haben wir sogar einen Capture-Code drin. Das heißt, selbst Botting sollte eigentlich nicht funktionieren. Das heißt, man könnte die Pena-Drops halt schon höher drehen. Aber ich weiß nicht, warum die es nicht machen. Yo. Alter, wie wir eskalieren. Gleich 96. Also das Level macht wirklich Spaß, weil es irgendwie eher so ein bisschen nebensächlich ist, würde ich mal sagen. So, ja, wir leveln schon eine ganze Weile und so, aber. Oh, die droppt schon mehr. Wir leveln schon eine ganze Weile und so, aber jetzt auch nicht so übertrieben lang oder so. Ich habe gerade auf die Skills geschaut. Oh, Lucky Drop. Nice. Jetzt idealerweise noch irgendwie hier. Jawohl, nice. So will ich das. Geil. Noch 14k Damage leider. Ah. Endlich mit Treasure Hunter, Mann. Geil. Genau, also jetzt sollten die Drops wirklich reinregnen. Jetzt erwarte ich hier wirklich nichts Geringeres als. Keine Ahnung. Noch 10 Waffen in den nächsten 5 Minuten. Okay, jetzt bräuchte man langsam echt ein Pad. Aber ich muss sagen, irgendwie so, immer wenn wir Skills haben, droppen wir halt gefühlt irgendwie noch weniger, oder? Also. Klar, wir haben uns nicht wieder gekillt und so, aber irgendwie so wirklich viele. Also wirklich viel kommt bisher nicht bei rum. Also teilweise irgendwie gar nichts wieder. Ist echt eigenartig manchmal. Die droppen doch alle nichts. Warum droppen die nichts? Come on, drop doch irgendwas. Ich will 105er Set haben. Okay. Erster Drop. Ein Jojo. Boah, schon mal, was wir schon gedroppt haben, hier die ganzen Teile. Also gut, eins haben wir geklaut und so, okay, aber. Die anderen sind nicht geklaut. Okay, 1,28 müssen das sein ungefähr.
Also ich kann halt, also ganz im Ernst, wenn ich jetzt halt nicht wüsste, dass wir Skills dann haben, würde ich sagen, wir haben keine Skills. Also nutzen halt echt nicht so viel, wie ich mir irgendwie so gewünscht habe. Und wie ich erwartet habe. Oh, huhu. Man muss sich immer nur beschweren, es ist immer das Gleiche. Einfach beschweren, dann funktioniert schon. Party Level increased. Ja, der braucht echt nicht geizen, so, wir leveln hier wie Sau. Es geht hier ab, das ist Wahnsinn. Nach 5 Minuten Ampli, das ist gut. 97 ist gar schon lol. Ah, können wir da abkürzen. So. Und hier farmt keiner, oder wie? Also 3 Leute teilen sich gefühlt irgendwie 20 Mobs. Vollkommen okay, aber hier irgendwie zu farmen, nee. Okay, vielleicht machen die nicht genug Schaden oder so, kann auch sein. Aber selbst dann, ich meine, selbst wenn man die 2 hätten müsste, geht das, also wäre es hier noch besser. Wir haben ja noch kein Schild gedroppt, by the way. Ja, ein Schild finde ich schon auch mal nett. Oh, Suit, nice. Ping ist voll okay, Ping ist momentan echt wieder super. Ich habe es bestimmt gechinkst. Ja, wie gesagt, Gigs, also ich glaube, wir probieren die einfach mal. Irgendwie so, vielleicht auch schon nächste Folge dann. Einfach mal rein, einfach mal probieren. Auch wenn wir lang dranhängen und so, ist ja egal. Ja, das passt, glaube ich, schon.